Oh, Alter, was geht ab, Leute? Heute gibt's Israelisch. Problem ist, also das war ein Vorschlag von Nico. Problem ist, Tati hat gerade geschrieben, das macht um 15 Uhr zu und es ist 14.30 Uhr. Ich hätte eine gute Alternative, aber schauen wir erstmal, was die Jungs sagen. Jo, was geht? Geht ab, Mann, alles fit. Ich hab's vorgeschlagen, aber was willst du eigentlich, Mann? Es geht ab. Es geht ab, Mann. Ja, ich kenne die. Das ist Haya Molcho, das ist so eine, ich glaube, das ist eine Jüdin. Bösewicht aus Yu-Gi-Oh! Oder so, Mann. Er ist nur eine Frau, ey. Auf jeden Fall, die ist eine echt geile Köchin. Ich habe sie gesehen bei Kitchen Impossible and School. Und die hat, ich glaube, der erste Laden, Neni, war in Wien, glaube ich. Ich glaube, in Österreich auf jeden Fall. Und ja, und jetzt betreibt so die ganze Familie diesen Laden und das haben sie auch hier in München eingemacht. Am meisten habe ich Sabig gegessen, ja. Hummus und Falafel natürlich ja. Und Shakshuka, aber das haben die hier nicht. Schaut's mal, Leute, das ist nicht mal Papier. Super edel hier. Ich hab nie was gesehen, Mann. Alter, er will, dass wir danach vielleicht doch ein Video drehen, weil seine Portion zu klein ist. Ich hab gesagt, lieber Qualität anstatt Quantität. Nein, ich hab Angst, weil wenn die Portion zu klein ist, Mann, ich hab nur Angebot, Mann, dann hätte ich noch was. Achso, nee, kein Problem, ich hab da noch was. Schau, das ist doch nix, Mann. Du hattest Angst die ganze Zeit vor dieser Vorspeise. Ja, aber echt, klar, deine Vorspeise ist jetzt nicht so klein. Das ist keine Vorspeise, das ist die Jerusalem. Meine Vorspeise kommt. Das ist der Neni Kebab, Leute. Das ist Shawarma. Deconstructed, oder? Ja, genau. Sowas. Dekonstruiert, Mann. Israel Teller. Sabik und irgendeine Vorspeise gekriegt hat wieder. Lache. Jungs, da können wir ja danach echt noch was testen. Nein, Mann. Echt nicht. Das passt doch was rein, Mann. Das ist geil, was ich eigentlich gestellt habe nochmal, Alter. Aber es schaut richtig nice aus. Wie ist der direkte Vergleich zu Israel? Also die Falafel, muss ich ehrlich sagen, waren dort schon viel besser. Dort in Israel? Ja, also viel besser. Ja, ja. Also, Falafel kann ich mir das gut vorstellen. Boah, geil. Das ist nicht so laut sagen, aber es gibt viele Münchner Läden, wo die Falafel tatsächlich besser sind. Nico hat meine noch nicht probiert, oder? Echt? Ich mache auch echt krasse, normalerweise. Also, bei zum Beispiel Beirut, finde ich die Falafel viel besser. Also, da gibt es echt krasse Falafel. Ja? Ja. Wie schauen die da aus? Sind die so richtig grün oder eher so ohne grün? Die sind auf jeden Fall nicht so dunkel. Okay. Danke dir. Schön, gerne. Danke schön. Ja, das kann ich gleich mal urteilen. Wäre ich dran. Schön. Also grün. Mit schön grün, ich denke mal viel Petersilie, Koriander. Aber riechen gut, Mann. Also, probier's mal so. Der Probe-Test. Ich finde es schon sehr gut, wirklich. Also ich, gut, ja. Ich finde es sehr gut, aber ich finde es jetzt krass, was Nico gesagt hat, weil wenn er sagt, dass es in Israel noch krasser schmeckt, oder? Also noch besser, okay, dann muss es, weil die sind wirklich gut, die sind wirklich sehr krass. Gut. Da muss Israel next level sein. Genau, weil meine sind auch eigentlich, klar finde ich meine natürlich besser als die, aber meine sind ähnlich vom Aufbau und vom Geschmack. Aber die finde ich schon sehr gut. Und wenn er sagt, dass sie in Israel, oh mein Gott, Mann. Aber Aubergine ist gut. Also Aubergine ist schon gut, muss ich sagen. Okay. Ihre Miete bezahlen, oder? Mhm. Hier auch mal ein, Leute. Das Brot ist mega, Alter. Das war eigentlich dasselbe, oder? Boah. Also ich finde der auch sehr gut. Das ist nur sehr gut, ja. Sehr gut, finde ich. Und er sagt, Israel so viel besser. Ja. Krass. Ja, ja, ja. Mein Gott, auch nach Israel, Leute. Und Weicher, die sind halt richtig heiß gefüttert. Was sagt die? Taugt mir jetzt nicht so, Mann, der hier. Was? Der Kebab hier taugt mir jetzt nicht so. Ich finde ein bisschen hart und zäh. Die Soße auch nicht so geil. Oh mein Gott. Saftig ist er nicht. Ich muss sagen, preislich ist das schon heftig. Also die Portionen sind jetzt nicht so, dass du sagst, okay. Gucken wir das mal hier rein. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, sie müssen irgendwie ihre Miete bezahlen, oder?
Weg damit. Ja. Aber hier ist jetzt nur Fleisch noch. Ja. Fleischsoße. Eine Aubergine. Ein bisschen Krautsalat da. Nein, oder was ist das? Das Chicken ist nicht zart. Enttäuschend. Ist das was nicht? Nicht zart. Das Chicken, was ich zu Hause mache, wenn nach Gym, damit ich meine Proteine reinbekomme. Das hat 20 Euro gekostet. Traurig, Mann. Du bist schon fertig. Boah, ich glaube, das Fazit sei hier draußen, Mann. Ja. Ich glaube, die ist auch schon fertig. War das besser, auch 100 Mal besser als hier. Ja, so sehen die Gesichter aus, Leute. Nico, richtiger YouTuber geworden. Er haut die Ideen für mich raus. Ja, Mann. Wir kommen im Algorithmus, Alter. Neue Video-Idee, Mann. Also, er kommt mit der Idee. Okay, hier teurer Israeli, edel, Restaurant versus jetzt Streetfood. Das wäre die Alternative gewesen. Hätten wir jetzt hier nicht gegessen, weil es ja zeitlich echt knapp wurde. Life is beautiful. Was sagst du, Tati? Es war okay, aber Preis-Leistung ging gar nicht. War teuer für das? Ja, nee. Also ich würde jetzt nicht nochmal herkommen, ich würde es auch jetzt nicht empfehlen oder so. Jetzt, keine Ahnung. War okay, aber mehr auch nicht. Ich fand sogar eher unterdurchschnittlich. Und dann noch, wenn man bedenkt, dass das so teuer war. Also ich habe jetzt 38 Euro gezahlt, mit Trinkgeld, mit Getränk. Ich bin nicht satt. Fleisch war sehr trocken. Dieses Kebab-Ding, wenn man, vor allem, ich esse sehr viel Kebab-Zeugs. Die Türken und so, viel saftiger. Das war der direkte Vergleich, komplett durchgefallen. Und Hähnchen auch leider nicht so saftig, beziehungsweise gar nicht saftig. Hat mich an zu Hause erinnert, wenn ich es selber mache. Und dafür ist dieser Preis echt nicht gerecht. Nico auf dem Fahrrad. Oh mein Gott, Mann. Es hat sich... Boah, also ich habe es viel besser erwartet. Viel, viel besser, weil der Laden wurde schon hart gehypt. Er sieht schon krass aus. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht gut und authentisch war es halt auch nicht. Also. Ja, und obwohl diese Gründerfamilie so krass war. Die war doch bei irgendeiner Show, meinst du? Ja, die haben bei Kitchen Impossible mitgemacht. Also sprich, die sind zu den Lokalen gefahren in Wien. Und daher kenne ich dieses Neni. Ja. Aber das ist halt... Es ist halt die Sache, wenn du mehrere Lokale einfach hast, ja, und du bist jetzt nicht, du kannst nicht überall sein, ja, und du hast jetzt einen natürlich, der sich drum kümmert und so. Aber das ist halt nicht dasselbe, ganz klar, ja. Sehe ich jetzt auch so. Das ist halt ein Name. Neni ist schon ein bekannter Name eigentlich, ja. Aber vielleicht ist es ja woanders besser. Oder da in Wien oder was auch immer. Vielleicht ist es da einfach leckerer und besser. Ja, aber hier ist es halt nicht authentisch, ja. Wie Nico schon gesagt hat. Also wenn ich nächstes Mal in Wien bin, Wien-Tour, dann schaue ich vielleicht mal vorbei und dann mache ich den direkten Vergleich. Und jetzt, weil Nico unbedingt noch essen will oder auch Hunger hat, testen wir israelisches Streetfood. Ja, aber seid ihr satt? Ich habe noch Hunger auf jeden Fall. Da, wo Mustafas Gemüsekebab war, ist jetzt Israeli Streetfood Füze Bubele. Den Laden kennt ihr, da waren auch schon einige YouTuber. Und jetzt haben die eine neue Location. Schauen wir mal, der direkte Vergleich. My mom cooks better than yours. So. Was hast du dir da gegönnt? Ein Fried Chicken Pita heißt es. Hier, schau, Fried Chicken, schön mit Sesam. Oje. Ja. Oje. Richtig sexy, Mann. So, jetzt beißen wir mal in dieses Prachtstück hier rein. Irgendwie. Saftig. Schon alles schön in den Bart rein, oder ja, was? Boah. Kann der was? Mhm. Überzeugend. Ich muss erstmal. Du musst erstmal verarbeiten. Komm, ja, komm jetzt zu dir. Hummus Falafel. Ja, mal erstmal den Hummus probieren.
Also Hummus ist gut. Falafel haben komische Form. Also Falafel haben keine runde Form. Das ist ja, schon mal ein bisschen so komisch. Zylinderform, ja. Ja, ja, also das ist ein bisschen komisch. Aber Falafel auf jeden Fall besser als im Neni. Die schauen sehr gut aus. Die sehen, ja. Die schauen sehr besser aus. Bisschen weicher wahrscheinlich, oder? Bisschen weicher, aber schmeckt noch auf jeden Fall viel besser. Krass, probier noch das Brot. Nachteil ist halt, man hat da halt keinen Sitzplatz. Das ist halt schon ein bisschen. Ja, aber so ist das bei Streetfood. Aber wenn du zum Beispiel was hast, wo du nicht unbedingt gut stehen kannst, ja, dann ist es vielleicht nicht so gut. Also ja, ist ja nicht so, dass du es in einer Hand hast, sondern vielleicht in zwei Händen. Also bei ihm wird es ja noch gehen, aber genau, bei uns. Aber ja, wenn man sowas hat, schwierig. Wenn du dann noch ein Getränk hast oder so. Ja. Und Fahrrad. Fahrrad. Okay, hast du es jetzt verarbeiten können, die Geschmäcker. Es ist eigentlich wie ein Döner. Ja. Mit Fried Chicken. Wirklich knusprig. Das Brot ist echt lecker, schön fluffig. Ja. Oh mein Gott, richtig von Lukas geklaut, das Wort, der fluffig. Alter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aromen sind gut, aber ich. Da fehlt mir. Ich habe jetzt so eine Chili gegessen, die war sehr scharf. Und mir fehlt auch so ein bisschen so dieses Aroma, dieses Flair. Also vielleicht die Soße ein bisschen kräftiger, ein bisschen. Weil die Salate hier, die sind so ein bisschen, die sind nicht so wirklich abgeschmeckt, ja. Mm. Und da kann die Soße ein bisschen mehr, auf jeden Fall ein bisschen mehr Bums haben, ja, ein bisschen mehr Geschmack haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so im Großen und Ganzen, das Ding ist prachtvoll gefüllt. Chicken ist lecker, schön knusprig. Ist auf jeden Fall, passt es, ja. Schauen wir mal, was ich hier habe. Juicy Chicken, Leute. Hummus mit Juicy Chicken. Betonung liegt auf Juicy. Das schaut auf jeden Fall sehr juicy aus, Alter. Ja, das ist ja nur, bisher nur das Öl. Ja, das schaut schon sehr weich aus. Es ist weich. Hummus ist gut, wie Nico gesagt hat, ja. Es zerfällt, es ist schon ein bisschen so Pork-mäßig. Ja, wollte gerade sagen. Mhm. Gutes Aroma. Es wirklich zerfällt und wird mit dem Hummus zu so einem Brei mäßig. Muss man mögen. Weil da fehlt natürlich der Biss. Das ist einfach nur ein Brei, der im Mund zergeht. Aroma ist am Start, ja. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nichts für meinen Geschmack jetzt. Es gibt bestimmt Leute, die das abfeiern. Ja, schlecht ist es nicht. Mir hat sie getaugt. Okay, auch lasch. Danke. Oh mein Gott, heute Israeli-Tour nicht so krass, Alter. Aber. Es war auch Nikos Idee. Aber ich finde jetzt. Ich finde jetzt besser als Nini. Besser als Nini. Besser und günstiger. Also, das ist schon saftig hier mit Brot. Ja, das ist auf jeden Fall. Da willst du Saft von. Obwohl es eine Hauptspeise ist, hat halt so ein Vorspeisen-Feeling, weil es halt nur breimäßig. Nicht zum Beißen ist. Er hat seine Sachen enthalten. Wieso machen wir eigentlich nicht mal, dass wir von ihm Essen probieren? Haben wir doch früher. Vor allem bei Chongs alte Wohnung. Und alle haben es gefeiert. Ja, du warst ja nie dabei. Wieso machen wir es jetzt nicht mehr? Ja, können wir machen. Ja, ich brauche nur eine Küche. Du hast keine Küche. Ich habe leider auch Familie zu Hause. Also soll ich die rausschalten? Mit deiner Küche? Ja, die können immer zu mir. Ja, auf geht's. Ja, okay. Ja, ich bin dabei. Ja? Okay, Falafel-Challenge. Ja, gerne. Komm. Ja. Ja. Fazit. Boah, es hat schon gut geschmeckt. Also auf jeden Fall besser als Nini. Das Einzige ist, ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein Fan, so, wenn es nur Hummus und Falafel ist. Also ich mag eigentlich schon einen gemischten Teller. Ja. Also da muss schon noch was mit dabei sein. Deswegen ja, fühle ich, ja. Mein Tipp, probiert es wirklich Beirut. Das müssen wir mal testen, da gibt es halt alles. Also auch so, keine Ahnung, Gemüse, Salat und so weiter und andere Sachen. Und das finde ich halt gut. Also das war mir ein bisschen zu viel Hummus. Ja. Aber die Falafeln waren besser, auch wenn ich ein bisschen skeptisch war, dass sie so eine komische Form hatten. Kommt zwar nicht ganz an Israel ran, aber auf jeden Fall viel besser fand ich die als in Nini. Ich esse immer noch. Es ist echt wirklich lecker. Okay, man gib ihm mal ein Tuch für seine Bartwichse oder so. Aber ich muss halt ehrlich sagen, der Hummus, der braucht echt noch ein bisschen Geschmack. Also der fehlt mir einfach ein bisschen was. Ja, aber glaubst du, die machen den Hummus selber oder die kaufen den einmal fertig irgendwo und Massenware? Und also Libanon-Hummus war auch anderes Level als dieser Hummus hier jetzt.
Ja, ich teile Nikos Meinung auf jeden Fall. Das war jetzt nur Hummus mit Hähnchenstücken drin. Und das ist alles irgendwie zu einer Masse geworden. Da hat ein bisschen der Kontrast gefehlt. Die Hälfte davon hätte gereicht und dann hätte ich gerne noch irgendwie was anderes gehabt. Also, stimmt, ja. Das war jetzt zu viel von einer Sache. So. Ja, ich hatte ja noch Krautsalat drin, ja. Also Rotkohl und Salat und so. Und Tomaten, Gurken reingeschnitten, das war schon lecker. Weil es ist auch nicht, der hat ein bisschen mehr Power. Es ist auch nicht so einfach, den Hummus zu essen, weil der macht dich schon satt. Streetfood oder Edelrestaurant? Oh, Streetfood definitiv, Mann. Also ich bin eigentlich auch schon so ein Fan von so einem Restaurant und so, aber da war einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis war nicht gut. Aber ich will auch nicht das Streetfood zu sehr hypen, ja. Weil es hätte schon, so ein Platz hätte schon auf jeden Fall hingehen müssen. Ja. Also so an sich, wenn man es mit dieser Schale isst oder Schüssel, im Gehen, wenn man noch was dabei hat und so, ist auch nicht so einfach. Wenn man natürlich nur so ein Brot hat, so ein Bitterbrot oder so, dann geht's. Aber mit so einem Getränk und so, also die bräuchten noch ein bisschen Stühle und Sitze, dann wäre es, glaube ich, auf jeden Fall besser. Streetfood oder Edelgastro? Also heute auf jeden Fall Streetfood. Ja. Preis-Leistung hat gepasst, ja. Es hat geschmeckt, das andere war einfach, ja. Nee, ja. Passt schon. Ja. Same, dreimal Streetfood. Boys, wir sehen uns, Mann. Yes. War nice. Sag's Bescheid, wenn wieder eine Foodtour ist. Vielleicht schaffen wir noch was vor Nördlingen. Auf jeden Fall, ja. Spoiler, Spoiler. Wir fahren nach Nördlingen, Leute. Yo, das war's von uns. Mir, Tati und Nico away. Und israelischem Essen. Mehr zu sein hat mich das jetzt nicht umgehauen. Weder das Restaurant noch Streetfood wirklich. Ich würde mal sagen, unglücklicher Zeitpunkt, weil jetzt da in Israel diese ganze Sache. Das war's von mir und den anderen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Wenn wir Bitcoin, Defi, Crow, Crypto Cash, wir generieren jeden Tag Tracking, CSU Business und ciao.